beschäftige mich aus einer historischen Diagnose heraus, wenn ich das vielleicht ganz kurz einleiten darf, mit einem völlig anderen Zugang, nämlich dass das Phänomen der Fragmentierung, zur Splitterung in der Weltgeschichte immer wieder stattgefunden hat. Und wir haben gegenwärtig nicht zum ersten Mal zwei gleichzeitig ablaufende Phänomene, nämlich zum einen ein Zusammenwachsen, eine Integration, eine Verdichtung der Beziehungen auf multilateraler Ebene, auf kommunikativer Ebene, das globale Dorf, das vermeintlich globale, und auf der anderen Seite haben wir zeitgleich eine Zersplitterung. Das ist der wesentliche Zugang, den ich zu dem Thema habe. Also, weil Sie gesagt haben, in Ihrer Frage einleitend, ich werde darüber sprechen. Also ich werde genau über diese Thematik sprechen. Antisemitismus habe ich in einer Rede, wo ich jetzt nicht alle Themen ansprechen kann, nicht dabei, weil es mir nicht um die alten Feindbilder drin geht, sondern einfach um die Phänomene, die nicht erstmals in der Weltgeschichte stattfinden und die gleichzeitig immer wieder auch da sind. Das Geschichtspendel schlägt einmal in die eine Richtung der verdichteten Beziehungen und dann wieder in das andere Pendel der Zersplitterung aus. Und ich würde sagen, das ist einfach ein historischer Vorgang, und wer immer in größeren historischen Zusammenhängen denken kann, fühlt sich auch dann in der Geschichte etwas aufgehoben und neigt nicht zu diesen Weltuntergangsstimmungen, die wir gerade jetzt wieder haben. Also das ist nicht mein Zugang, diese apokalyptische Haltung. Die sollte man also beiseite legen, möchte man rational und nicht nur emotional eben Politik analysieren. Ich sehe, wir haben heute vor allem eine sehr emotionale Analyse der Politik. Das ist mein Zugang zu dem ganzen Thema. Ich weiß nicht, ich würde es jetzt nicht so auf Feindbilder reduzieren, das ist mir viel zu plakativ. Ich bin eher ein Mensch, der gerne in Szenarien denkt und das, wie gesagt, immer vor einem historischen Hintergrund, dass man also nicht sich da jetzt kapriziert, das wäre irgendetwas, was bei uns stattfindet, gerade das allerneueste und jüngste Phänomen, als würden wir uns gerade in der großen Weltenwende befinden. Die findet immer statt, es kommt immer sozusagen auf den Standpunkt des Einzelnen an, was er als geradezu jetzt weltverändernd betrachtet. Ich würde sagen, das, was heute Europa, und Europa fasse ich hier sehr viel weiter als Europäische Union, weil zu Europa gehört für mich sehr wohl auch Staaten, die jetzt nicht voll Mitgliedschaft in der Europäischen Union haben. Und da würde ich sagen, ist als Phänomene, mit denen man sich heute beschäftigen muss, ist zweifellos die soziale Frage, die vollkommen wieder retour ist. Also ich verweise hier auch auf die Untersuchungen des Weltwirtschaftsforums, dass seit 15 Jahren unter den 10 imminenten Sicherheitsbedrohungen weltweit immer wieder die Wohlstandskluft nennt. Also die soziale Frage, die vollkommen wieder retour ist. Als die Gelbwesten-Proteste vor einem Jahr losgingen in Frankreich, haben viele Leute gesagt, auch in jedem deutschen Auto liegt eine gelbe Weste. In dem Fall waren es erhöhte Ökotaxen. Die Menschen, die mit einem sehr geringen Budget leben müssen, die pendeln müssen, weil sie sich den Wohnraum im städtischen Raum nicht mehr leisten können. Die pendeln ja nicht freiwillig. Und daher ist die soziale Frage meines Erachtens etwas, das sehr, sehr stark retour ist und das wahrscheinlich viele Regierungen noch beschäftigen wird, vor allem auch vor dem Hintergrund von zunehmenden Massenentlassungen, sei es das, wie beispielsweise jetzt in der Automobilindustrie, das kündigt es sich schon seit geraumer Zeit an, es vergeht keine Woche, fast kein Tag, wenn ich jetzt nur über die letzte Woche schaue. Eines meiner nächsten Bücher beschäftigt sich mit der Mobilitätswende. Und da könnten bis zu 5 bis 8 Millionen Arbeitsplätze an der Kippe stehen. Ja? Und wenn Sie dann eine solche Bewegung von Massenentlassungen haben, dann verschärft sich natürlich die soziale Frage wieder, dann verschärfen sich viele Fragen, dann verschärft sich auch die Frage der Pensionssicherungen. Wie viele Einzahler sind noch aktiv da, um verschiedenste Wohlfahrtssysteme zu sichern? Und genauso ist natürlich auch mit der Digitalisierung, mit dem Wegrationalisieren von Arbeitsplätzen, und das betrifft mittlerweile schon längst nicht mehr nur den Bereich der Blue-Collar-Workers, wie das also in den 70er, 80er Jahren war, sondern das hat mittlerweile auch Bereiche erreicht wie Studien der Rechtswissenschaft, der Wirtschaftswissenschaft, der Volkswirtschaftslehre etc. Sie können in einem Steuerberatungswirtschaftsprüfungskanzlei heute akademische Arbeitsplätze, wenn Sie so wollen, sehr wohl durch Software, durch Algorithmen ersetzen. Das sind meines Erachtens die wesentlichen Fragen, die uns heute zu beschäftigen haben.
Ob daraus dann bestimmte Feindbilder entstehen, ja, ist etwas anderes. Das ist manchmal eine höchstpersönliche Entscheidung. Das ist manchmal eine Frage, wer besetzt dieses Thema dann politisch, ideologisch. Aber ich gehe von meinem analytischen Ansatz nicht her und sage, wer wird jetzt wo als Feind betrachtet. Das ist meines Erachtens ein völlig verfehlter. Das ist ja ein sehr vereinfachender und ein gefährlich vereinfachender Ansatz, wenn man glaubt, es sei irgendetwas monokausal. Nichts ist zu keinem Zeitpunkt irgendwann auf der Welt monokausal gewesen. Schlecht. Absolut schlecht. Also Sie haben es gerade skizziert, wir haben diese Nord-Süd-Kluft, wir haben diese Ost-West-Kluft. Und ich kenne aus meiner eigenen Anschauung jetzt nur die Räte für auswärtige Beziehungen, für Entwicklungspolitik. Ich war als zuständig für EZA und für Außenpolitik in diesen Räten während des EU-Vorsitzes. Die Stimmung ist nicht viel besser, vielleicht sogar ein bisschen schlechter noch im Rat für allgemeine Angelegenheiten. Das ist genau jener, der sich mit den Budgetfragen beschäftigt, aber auch mit den Grundsatzfragen rund um Brexit. Der wurde vom Bundeskanzleramt, also Kanzleramtsminister Gernot Blümel, beziehungsweise jetzt eben von Alexander Schallenberg betreut. Und daher kann ich jetzt nur über die Räte sprechen, die ich miterlebt habe, beziehungsweise eben auch so im Sinne von, wo will sich, kann sich Europa positionieren. Ich habe gestern aufmerksam die Antrittsrede von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen gehört. Da wird unter anderem, ich sage es unter anderem, ich gehe nicht auf alle Themen ein, der Ruf laut, Europa soll ja mit einer starken geopolitischen Stimme sprechen. Ich habe immer wieder eingebracht in meinen Kommentaren, Stellungnahmen, wir betreiben hier eine Erbsenzählerei. Es wird sehr, sehr viel im Sinne von Krämer Seelen gehandelt und wenig geopolitisch, bis überhaupt nicht geopolitisch gedacht. Also allerjüngstes Beispiel mit einer absoluten Fehlkalkulierung, wie sie die EU in den letzten 20 Jahren regelmäßig gemacht hat. Fehleinschätzungen, Sonderzahl. Wir haben hier jetzt die aktuelle Fehleinschätzung, gerade auch wie umgehen mit Südosteuropa. Also es gibt hierfür diesen kuriosen Begriff, den die Kommission vor 20 Jahren geprägt hat, nämlich Westbalkan. Ich persönlich habe immer von Südosteuropa gesprochen, weil für mich Städte wie Belgrad, Sarajevo, Skopje europäische Städte sind und nicht irgendwo in einem Kunstbegriff anzusiedeln sind, der weder in der Geografie noch in der Geschichte je bestanden hat. Und da haben wir gegenwärtig eben diese Haltung, nie und niemals sollen die sozusagen eine EU-Perspektive bekommen. Das ist die gegenwärtige Haltung. Und das ist meines Erachtens ein absolutes Armutszeugnis für die Europäische Union, weil was ist passiert? Man hat beispielsweise das jetzt als Nordmazedonien offiziell bezeichnete Land, eben man hat der Regierung in Skopje versprochen, zugesagt, nicht nur versprochen, das ist also sozusagen wirklich vertraglich geregelt, wenn es zu einer Lösung des Namensstreits mit Griechenland kommt, dann werden Beitrittsverhandlungen eröffnet. Es haben hier sehr mutige Politiker unter großem Aufwand, unter großer Bedrohung auch ihres persönlichen Lebens. Also ich habe mit Nikola Dimitrov viel Kontakt gehabt. Wir hatten auch Sitzungen in Wien letztes Jahres für die Namenszwist-Regelung. Und die werden jetzt in einer Art und Weise vor den Kopf gestoßen, dass jeder in der Region sich sagt, auf die Europäische Union ist kein Heller zu setzen. Der alte Rechtsgrundsatz von Pacta sunt servanda ist damit völlig gebrochen auf europäischer Ebene. Und das ist ein Armutszeugnis sondergleichen, das gefährlich ist. Weil natürlich die Europäische Union damit auch nicht den geringsten Hebel mehr hat zukünftig, wenn es beispielsweise zu einem neuerlichen Gewaltausbruch in Bosnien-Herzegowina kommen sollte oder Gebietsstreitigkeiten Kosovo, Serbien. Auch hier wollte man sich einbringen, hatte man an sich auch ein Mandat und das nimmt natürlich keiner mehr ernst. Also, dass ich bin jetzt